Servus meine lieben Freunde und willkommen zur neuen Kalenderwoche vom Box Office Tippspiel der Kalenderwoche 10. Und heute geht es um den Film Kong Skull Island. Ja, auf den Film freue ich mich schon riesig. Ich stehe ja so auf Monsterfilme, also so Dinosaurier, King Kong, dann halt Godzilla. Richtig geile Filme. Und aus dem Jahre 2005 gab es ja auch schon einen King Kong Film, der war auch nicht schlecht, aber ich glaube, der wird noch ein bisschen besser. Ja, dieser Film geht 118 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben. Regisseur ist John Vogt Roberts, das ist sein erster richtiger Film. Ansonsten hat er bis jetzt nur so einen Film gemacht, den ich nicht kenne. Und der Hauptdarsteller ist Tom Hiddleston. Natürlich bekannt aus Tor 1, The Avengers und Tor 2, wo er den guten alten Loki spielt. Und dann ist er noch bekannt aus Crimson Peak. Die weibliche Darstellerin ist Brie Larson, hat unter anderem bei 21 Jump Street mitgemacht und noch bei sehr vielen anderen Filmen, die ich aber jetzt nicht erwähnenswert nenne. Und dann noch ein guter alter John Goodman, bekannt aus Argo mit Ben Affleck oder 10 Cloverfield Lane und aus dem neuesten Kinofilm Boston mit Mark Wahlberg. Und dann spielen noch mit unter anderem Samuel L. Jackson, der Quotenjäger, er muss immer dabei sein. Und John C. Reilly, auch ein bekannter Darsteller. Und wir kommen zum Inhalt, worum es bei Kong Skull Island geht. Wir schreiben das Jahr 1973. Irgendwo auf unserer Welt, sagt man, existiert eine wunderschöne Insel, noch vom Menschen unberührt. Ein Land umhüllt in Mysterien, wo Mythen freien Lauf haben, unerforscht und auf keiner Karte verzeichnet. Als die geheime Organisation Monarch diesen Ort als Ursprung für rätselhafte neue Superspezies ausmacht, stellt sie eine Expedition auf die Beine, um seine Geheimnisse zu entdecken. Was sie auf Skull Island finden, ist ein Abenteuer, wie es noch kein Mensch zuvor erlebt hat. Ein exotisches Paradies voller Wunder und Schrecken, wo sich Flora und Fauna zu einem Garten Eden vereint haben. Während eine Gruppe die Flucht ergreift und die andere Kong den Krieg erklärt, stellt sich heraus, dass der riesige Affe im Zentrum einer Schlacht um die Herrschaft der Insel, steht. Gegen die Raubtiere, die für die Auslöschung seiner Art verantwortlich sind. Nur die Stärksten überleben. Geht auch hier. Von Rache getrieben wird Kong zur Naturgewalt und kämpft um seinen rechtmäßigen Platz als mächtigste Bestie auf der Insel. Um den Thron von Skull Island. Punkt. Es ist die Geschichte, wie Kong King wurde. Richtig geil, da freue ich mich schon. Leider kann ich nicht ins Kino gehen, aber wow, das ist so geil. Mein Tipp ist $52 Millionen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er den ersten Platz einnimmt wegen Logan. Ich glaube, Logan wird knapp vor dem sein. Also glaube ich mal, $52 Millionen wird er einspielen. Ich hoffe es, weil ich gönn's dem Film. Und wer nicht weiß, um was es geht, unten in der Videobeschreibung ist der Trailer. Schaut ihn euch an, es ist richtig geil. Und ja, irgendwann werdet ihr ihn dann mal in meinem Blu-ray-Update sehen, wenn ich ihn dann mal habe. Und genau, ich wünsche euch viel Spaß beim Tippen und schaut mal nicht so auf die anderen, was die tippen. Denkt einfach mal,
was ihr so tippen würdet, was ihr so denkt. Und genau. Und dann soll es das gewesen sein für dieses Video. Macht einen Daumen nach oben, damit es ein bisschen hochgepusht wird, das Video. Immer daran denken, je mehr Leute mitmachen, desto spaßiger wird es. Gut, okay, für euch wird es dann schwieriger, aber es muss dann hier mal langsam vorangehen, weil wenn es nach einem Jahr immer noch so wenig Leute mitmachen, dann höre ich dann damit auch auf. Also dann gibt es nur dieses Jahr, und weil sonst hat es ja keinen Zweck. Ich wollte ja damit auch mehr neue Leute einbinden, aber nein. Gut, also immer schön Daumen nach oben machen bei jedem scheiß Video, egal was. Ihr könnt auch Daumen nach unten geben, Hauptsache es wird ein bisschen hochgepusht. Und dann soll es das gewesen sein für dieses Video. Habt Spaß beim Tippen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt dran, bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.